Habt ihr mitbekommen, dass PlayStation euch gerade feiert? Nein? Wenn ihr euch unter dem Link in der Beschreibung registriert habt, wird jedes Spiel, das ihr über eine Stunde zockt, und die Trophäen, die ihr dabei sammelt, gezählt. Je mehr ihr zockt, desto mehr gibt's zu gewinnen. Zum Beispiel eine echte Trophäe mit eurem Namen eingraviert. Oder Games und Guthaben. Wir wollen euch dabei etwas unter die Arme greifen. Deswegen kommen hier die 7 Games mit jeder Menge Easy Trophies. Exklusiv von uns, für euch. Hört auf gar keinen Fall auf die Stimmen in eurem Kopf, die sagen, schaffst du eh nicht. Why is she doing this? Why doesn't she turn back? Spielt lieber Hellblade, Senua's Sacrifice. Damit kommt ihr eurem Ziel schon um einiges näher, wenn auch über Umwege. Denn der Trip, den ihr in diesem AAA-Indie-Game erlebt, ist im wahrsten Sinne crazy. Es ist die gestört gute Umsetzung eines verrückten Themas. Die Entwickler von Ninja Theory haben es nämlich geschafft, in diesem Game das Thema psychische Störung in eine Story zu verpacken, die richtig knallt. Hellblade bietet euch Einblicke in einen kranken, aber packenden Geist. Dabei vermittelt es euch noch was über nordische Mythologie und Psychosen in einer Atmosphäre, die so dicht ist, dass sie in euren Hirnstamm kriecht. Lasst den eigenen Zweifler im Schädel also schweigen. Schnappt euch dieses Spiel, staubt die 15 Trophäen ab, die es in den 4-6 Stunden Spielzeit zu verdienen gibt. Erlebt ein Game, das es so noch nie gab. Zu viel Gelaber? Bronze ist nicht euer Ding? Dann ist 36 Fragments of Midnight das Game, das ihr anspielen solltet. Geskillte Spieler bekommen ihre Platin-Trophäe hier nämlich in unter einer Stunde. Alle anderen gehen aber auch nicht leer aus, denn das Spiel belohnt alles, sogar das Scheitern. Denn für jede einzelne Art zu sterben hält dieses Game ein Trostpflaster in Form einer Trophäe bereit. Du bist schlecht. Nein, seid ihr natürlich nicht, nur auf Trophy Hunt. Schneller und einfacher kommt ihr wohl selten an 12 Trophäen. Neben der schon erwähnten Platinum gibt's nämlich noch 11 Güldene dazu. Pff, wer braucht denn Bronze? Wisst ihr, wie Homer Simpson bei dem Gedanken an Donuts das Sabbern anfängt? Genauso wird's euch mit Donut County und seinen Trophies gehen. Denn auch wenn Völlerei eine Todsünde ist, in dem Game geht's eher um den Flow, weniger um das Gebäck. Das Spielprinzip ist einfach. Als Abgrund verschlingt ihr alles, was euch in den Weg kommt. Dabei werdet ihr größer und umso mehr wird verschlungen. Und der Lohn für euren Konsum? Je mehr ihr schluckt, umso mehr Trophies spuckt das Game aus. Insgesamt 21 in circa 2 Stunden. Die Unterhaltung und einen echt guten Soundtrack bekommt ihr von Ben Esposito einfach so dazu. Nicht nur wegen des sich füllenden Pokalbretts eine Empfehlung. Irgendwie entfliehen wir doch alle mit Zocken dem Alltag, oder? Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen in den Trott. Ist halt schon ziemlich unterhaltsam, als Octopus den Familienvater zu mimen. Und ein Gefrickel, im wahrsten Sinne des Wortes, denn jeder der Arme scheint ein Eigenleben zu haben. Habt ihr eure 8 Extremitäten aber erstmal im Griff, könnt ihr auch hier einige der begehrten Auszeichnungen abstauben. 20 an der Zahl. Also für jede Tentakel 2,5. Selten haben wir beim Zocken so viel gelacht und unsere Finger verrenkt. Denn den Ring aus einiger Entfernung auf den Finger der Braut zu werfen, ist schon als Mensch schwierig genug. Als Octopus? Naja, könnt ihr euch selbst vorstellen. Mayo gehört auf alles, oder? Okay, bevor ihr schreit. Ja, da scheiden sich die Geister. Wie ist's bei euch? Seid ihr Team Mayo, Ketchup oder Schranke? Mein Name ist Mayo gehört aber auf jeden Fall in eure Spielsammlung, wenn ihr während des PlayStation-Spielerfests noch was reißen wollt. Denn in diesem abseitigen Game werden sie euch fast hinterhergeworfen. So bekommt ihr 51 Trophäen für weniger als den Preis eines echten Glases dieser Eigelb-Öl-Emulsion. Zum Glück werdet ihr euch nach diesem Video nicht fragen, warum ihr das Game spielt. Nämlich für die Trophies. Glaubt uns, alle anderen werden sich das definitiv fragen. Und vielleicht sogar nach dem Sinn des Lebens, wäre es nicht so spaßig. Genie und Wahnsinn liegen eben doch nah beieinander. Warum sollte es sonst sogar ein Platin-Achievement geben? Wer von euch also schnell noch ein paar Dinge abstauben will, gebt eurer Kreuztaste und dem Mayo-Glas. So richtig. Eure Würde könnt ihr aber abgeben. Im Übrigen heißt das Zeug Miracle Whip, nicht Miracle Whip. In diesem bezaubernden Point-and-Click-Adventure braucht ihr mehrere Durchläufe, um alle Achievements zu bekommen. Aber das ist zum Glück kein Problem. Denn das Abenteuer dieser drei kräftigen Herren hat den Namen Odyssee wirklich verdient. Ihr versucht, dem Geheimnis einer gefundenen Schatzkarte auf den Grund zu gehen, und werde dabei von einem Wal verschluckt. Immer wieder, denn wer alle 25 Trophies in diesem Game haben will, muss von hier aus jedes Mal eine neue Abzweigung nehmen. Die führen dann auch zu neuen Begegnungen, sei es mit geisterhaften Hexenwesen, Seehunden oder Propheten. Fühlt sich das alles nach zu viel Last auf euren Schultern an? Zu viel Spiele zu spielen, zu viel Trophäen zu holen, viel zu viel Stress?
Dann lasst Sam Porter Bridges eure Sorgen für euch tragen. Denn der Anfang von Death Stranding hält einige großartige Momente und die ein oder andere Trophäe für euch parat. Dieses cineastische Game-Meisterwerk nimmt das Motto »Der Weg ist das Ziel« absolut für voll. Also lehnt euch zurück, lauft euren Kopf frei von euren Bedenken, lasst die Eindrücke auf euch wirken und freut euch über die Trophies, die ihr dabei abstaubt. In Death Stranding ist Walking eben Winning. Und wenn euch die Story abholt, umso besser. Konnten wir euch etwas helfen oder seid ihr so Siegertypen und habt schon alles durchgezockt? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir drücken die Daumen und wünschen euch allen guten Trophy-Hunt. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Weidmanns Heil und viel Glück, eure IPS-Crew.